Ich bin Birte Zahlmann, 25 Jahre alt, spiele bei der SG Südkreis Klenzer Handball und beim TuS Woltersdorf Fußball und ich bin Sportlerin des Jahres 2019 geworden. Zum Sport bin ich gekommen mit 6 Jahren. Da hat mich mein Papa so ein bisschen hingeleitet. Ich habe mit der Leichtathletik angefangen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht, bis ich 18 war. Und war viel unterwegs. Da hat mich Manfred Hake sehr geprägt. Und ich habe davon gerade bei den Mannschaftssportarten dann auch sehr davon profitiert. Handball spiele ich, seit ich 14 bin. Da haben mich Freundinnen quasi aus meiner Klasse zugebracht. Und bei der SG Südkreis spiele ich seit 2013, da sich unsere Mannschaft dann in Lüchow aufgelöst hat. Das war so eine reine Spaßmannschaft, die hat sich nach dem Abitur dann aufgelöst. Und Fußball spiele ich tatsächlich erst seit ich 18 bin. Da habe ich dann angefangen, nachdem ich mit der Leichtathletik dann aufgehört habe. Andere Sportarten mache ich auch noch so nebenbei, aber das kann ich natürlich nicht wettkampfmäßig machen, weil das dann viel zu viel werden würde. Ich spiele gerne Tennis und ja, fahre auch gerne Ski, aber das ist ja hier sowieso nicht so möglich. Ja, wenn ich 2 Spiele an einem Tag habe, ist es meistens stressig, aber das Gute ist, ich muss fast nie eins davon absagen, weil es fast immer passt. Meine Mannschaftskolleginnen sind da mir sehr wohlgesonnen, haben da auch sehr viel Verständnis für, da bin ich sehr dankbar, hängen meine Trikots dann meistens schon raus und ja, freuen sich, wenn ich es dann so hinbekomme. Birte spielt bei uns auf der Außenposition, links außen, ist natürlich mit ihrem Tempo extrem wichtig für die Mannschaft. Zweitbeste Torschützin, ja, die Leichtathletik kommt ihr natürlich zugute, ihre Schnelligkeit fokussiert unser Tempospiel, die erste Welle nach vorne. Natürlich abschlussstark, wartet sehr lange, ist super wichtig für unser ganzes Tempospiel, für die Mannschaft allgemein. Birte ist bei uns eine der wichtigsten Säulen im Team. Sie hat mit ihrer Schnelligkeit und ihrem Tempo im letzten Jahr dafür gesorgt oder einen großen Anteil daran gehabt, dass wir den Pokalsieg geholt haben. Und auch in dieser Saison hat sie einen Bärenanteil daran, dass wir gerade auf Platz 1 stehen, ungeschlagen. Ja, sie besticht vor allem auch mit der Übersicht. Also sie sieht immer den besser passierten Mann und ist auch in der Kabine ein Gewinn mit ihrer lustigen und sympathischen Art. Ja, Birte spielt bei uns bevorzugt auf der linken Außenbahnposition im Mittelfeld, kann aber auch im Sturm spielen. Birte schießt nicht nur oft selber Tore, sondern legt auch sehr oft die Bälle ab, sodass sie an fast jedem Tor bei uns beteiligt ist. Als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe, habe ich mich natürlich sehr gefreut, war überrascht und ja, habe mich natürlich auch gefreut, dass meine beiden Mannschaften auch nominiert wurden und dass wir mit der SG Südkreis dann auch noch den 2. Platz belegt haben. Ja, wir haben uns natürlich riesig gefreut, als wir gehört haben, dass Birte Sportlerin des Jahres geworden ist. Ist ja hier auf der Kreisebene im Amateurbereich die größte Auszeichnung, die es gibt. Die Sportlerwahl ist für mich schon wichtig, beziehungsweise eine wichtige Auszeichnung. Auch gerade als Mannschaftssportlerin ist es ja nicht so, also dass man da so aus einer Mannschaft hervorgehoben wird, vielleicht nicht ganz so alltäglich. Deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, in 2 so tollen Mannschaften zu spielen, die mich da auch sehr unterstützen. Und natürlich, dass beide Mannschaften nominiert wurden, zeigt ja auch, was für gute Leistungen wir als Team dann auch erbracht haben. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es die Sportlerwahl gibt. Es gibt sehr viele Sportler hier im Landkreis, die super Leistungen bringen. Und gerade der Amateursport sollte da auch nicht zu kurz kommen, weil viele leben für ihren Verein und machen alles möglich, dass sie am Wochenende dann spielen können und neben der Arbeit. Und ich finde, das ist einfach eine super Sache. Ob ich mehr Handball oder Fußball würde, ist natürlich eine fiese Frage. Ich lege mich da nicht fest. Es ist mal so, vielleicht auch ein bisschen wetterabhängig. Ja, ich freue mich riesig über diese Auszeichnung, bedanke mich in erster Linie bei den Veranstaltern, der EOZ, der Sparkasse und dem Kreissportbund und natürlich bei meinen Mannschaften und all meinen Wählern.